Hallo, hier ist der Detlef von Wake News Radio, Wake News TV. Hier ist mein neuester Beitrag. Bilderberger Kandidat Peer Steinbrück soll Bilderberger Merkel ablösen. Veröffentlicht in meinem Blog mywakenews.wordpress.com. Ja, jetzt taucht er aus der Versenkung wieder auf, der Peer Steinbrück, SPD und ehemaliger Finanzminister der BRD. Viele, die die einflussreiche Bilderberger Gruppe bislang nicht kannten, werden jetzt eines Besseren belehrt. Wie in der internationalen neuen Medienlandschaft bereits ausgiebig im letzten Jahr berichtet, wurde Peer Steinbrück in St. Moritz in der Schweiz in 2011 als neuer BRD-Bundeskanzler bestimmt, der die inzwischen schwer abgewirtschaftete BRD-Bundeskanzlerin demnächst ablösen soll. Übrigens zusammen mit Bilderberger Kollege Jürgen Trittin, Partei der BRD Grünen, der ebenso dort war. In illustrer Zusammenkunft unter anderem mit international per Haftbefehl gesuchten Kriegsverbrecher Henry Kissinger. Als dann dessen Verhaftung durch die Schweizer Polizei drohte, mussten die Teilnehmer einen Tag früher fluchtartig die Schweiz verlassen. Mit Vorträgen und Auftritten läuft sich jetzt der Bilderberger Vasalle Steinbrück nun für seine kommenden Aufgaben der Restzerstörung und Zerschlagung jeglicher Freiheit, Selbstständigkeit der Menschen, vor allem der Deutschen in der BRD, warm. Nicht nur hat Steinbrück den Bilderbergern seine Seele verkauft, sondern ist im Gefolge der vorherigen BRD-Bilderberger, die allesamt von dieser, so scheint es, allmächtigen, geheimnisumwitterten Gruppierung der Bilderberger bestimmt wurden und werden, auch nur einer. Denn auch die anderen wurden nie vom Volk gewählt, sondern immer bestimmt von anderen, via den Parteien als Kanzlerkandidat vorgesetzt. Und da wir alle wissen, dass diese Parteien, diese Politiker nicht für das Volk arbeiten, sondern für Lobbyinteressen der globalen Bankster-Elite und ihren Konzernen und geopolitischen Zielen, dürfen wir uns nicht wundern, wenn es nun in die absolute Endrunde geht, bewahre uns Gott davor. Es bleibt nur zu hoffen, dass genügend Menschen dieses Intrigen- und Machtspiel der wenigen, die die Welt regieren, die ich die Dims nenne, die dominante irrsinnige Minorität, dass sie das erkennen und endlich dem Spuk ein Ende setzen. Es rumort ja schon gewaltig in Europa, demnächst sicher auch in der BRD. Also immer dienstags und donnerstags einschalten, zuhören, mitmachen. Hier ist der Detlef von Wake News Radio, Wake News TV. Wake News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net.